Herzlich willkommen bei Jochen TV Kochshow. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachten. Herzlich willkommen bei Jochen TV Kochshow. Der besten schwäbischen Kochshow auf YouTube. Dankeschön. Heute gibt es Schlafbratapfel innen drin. Ein Mousse und Karamellsoße. Herrlich für Weihnachten und vielleicht auch ein bisschen nach Weihnachten. Wir haben hier schöne Äpfel. Ich tue die ausstechen. Aber ich tue quasi. Jetzt muss ich kurz Schneidebrett herrichten. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir geht's bestimmt hervorragend. Ja, wir haben gestern und zu Ende. Gestern. Jetzt kommt der Nachtisch dazu. Ja. Der Vorschlag von dir, von uns. Ja, ja. Als Stecher musst du jetzt nur noch den Apfel weglassen. Hm? Ich muss halt ein bisschen was füllen rein tun. Ich kann nicht nur ein bisschen, da muss schon ein bisschen ein Loch sein, also. Aber du bist ein guter Stecher. Ja, ich stich ja. Ich tue alle Abstecher, wenn ich will. Also, ja. Quark drin. Ca. 100 Gramm. Creme fraiche und Mascarpone. Ja. Da tun wir jetzt quasi. Das ist die Füllung. Tun wir Lebkuchengewürz rein. Mit tut ein bisschen Haselnüsse rein. Ihr könnt die auch anrösten, aber ich mache das nicht. Und Zucker. Jetzt muss ich genau aufpassen, es kann ja passieren, dass ich zu viel Zucker rein tue oder sonst irgendwas. Da ist kein Gummi drauf. Aber ich weiß ungefähr. Wenigstens wird es ja nicht zu versalzen, sondern zu süß. Und wir sind ja schon zwei Süße, ne? Zwei zuckersüße Herzbuben. Ja. Und mir tut quasi hier kurz Eier rein. Drei Stück. Selber gelegt wahrscheinlich. Qualität hat seinen Preis. Und das ist die quasi die Füllung. Und ein Löffel Speisestärke. Sieht bisschen schon ein bisschen an, was anderes aus, ne? Ja. Nein, Spaß. Bisschen Spaß muss sein, aber. Ich wusste doch schon immer, dass du Drogen nimmst. Ja, das Corona-Spritzung hat mir. Hat dir den Rest gegeben. Ja. Quasi unser Blätterteig. Quasi. Wird so rein. Reingegangen. Mir tut quasi, er sagt so gleich, du tust aber schon viel abschneiden. Ja, so ein bisschen. So dann später rein
Aber erste Füllung. So. Ich habe hier Spritzbeutel. Und dann tun wir quasi was rein, wenn ich das so mache, glaube ich, dass ich das nicht rein triff. Sieht gut aus. Und dann quasi so jede Schicht ist nicht einfach. Das darf ich dann später auspacken, kann man so essen. Sieht gut aus, oder? Ja. Und dann hier drauf. Und dann später wird es gebacken, ca. 150 Grad. Erste 20 Minuten und dann schön langsam, dass das schön gegart ist. Aber ein bisschen umwandeln, wenn man hat Lebkuchenkaramell, dass es wunderbar herpasst. Ich zeige das jetzt euch, wie ich das mache. Zucker. Langsam karamellisieren, also schmelzen lassen. Schön braun lassen und nicht sagen, ich laufe jetzt 10 Minuten weg. Mir ist das schon mal in meiner Ausbildung, ja, die ersten 3 Monate habe ich auch gesagt, ja komm, Karamellsoße, sagt er, du kannst ein bisschen weglaufen, komm, machen wir. Und dann später, das war richtig schwarz wie Kohle, ja, und nicht reinfassen, nicht reingangen. Mit Hände oder schön irgendwas. Hier, man hat mir nebenher unsere Mandelsplitter. Könnt ihr machen. Das ist jetzt ca. 220 bis 300 Gramm. Ja. Und dann kommt Sahne, erst lasse ich ein bisschen und ganz wichtig ist Prise Salz, dass es ein runder Geschmack ist. Bei jedem, bei Süßes kommt auch Prise Salz noch. Auch bei salzig auch Prise Zucker noch. Das rundet das Geschmack. Kameramann war ein bisschen schneller, gut. Ich habe mir was gegönnt. Bunsenbrenner. Nicht schlecht. Ja. Und einfach standen lassen und schön schmelzen lassen. Später ein bisschen Wasser rein, Butter und Sahne. Ja. Also Kalorien, der Fortplay, das hat aber richtig Kalorien. Kalorien habe ich noch nie gekauft. Ich weiß nicht, wo er einkauft. Aber Kalorien habe ich noch nie gekauft. Das hat wenig Fett. Ja. Das geht in deine Fettzelle rein. Ja. Welche Fettzelle? Ich habe kein Fett. Ich bestehe nur aus Muskeln. Anders wie du. Ja, du bist ja hinten, Kamerad. Die Leute kennen dich ja nicht. Ich kann dir sagen, was ich will. Ich bin nicht dick. Er filmt halt falsch. Das ist eine Top-Ausrede. Jetzt tun wir Schlückle Wasser noch. Keine Angst, keine Angst.
Das ist jetzt so fest. Dann tun wir Sahne rein. 250 Milliliter. Und das schmilzt automatisch. Na, lass doch mal los. Und dann Messerspitze Butter. Das war Messerspitze. Kein Esslöffel. Nee, das war Messerspitze. Und dann einfach schön anbraten. Schön. Und das ist Karamellsauce. Das braucht jetzt ein bisschen. Gibt mir jetzt auch Zeit. Schön reinrühren. Die sieht auch schon sehr gut aus. Wunderbar. Das verrutscht halt ein bisschen. Ja? Das braucht jetzt ein bisschen seine Zeit. Apfel, bis die Wärme da reinkommt, aber wird sehr lecker. Kann ich euch empfehlen. Passiert, ich tue jetzt ein bisschen Lebkuchen. Gebe es rein. Das langt schon. Und das ist, schmeckt herrlich. Stimmt's, Kameramann? Das stimmt. Koch. Beste. Versalzener Koch. Und das tun wir schön verrühren. Und das wird immer noch ein bisschen dicker später. Das wird richtig noch. Das ist jetzt ein bisschen flüssig. Aber ich habe jetzt ein bisschen ausgeschaltet. Weil ich tue wieder später einschalten. Ich muss ja warten auf den Schlafbratapfel. Ja. Weil. Oder sonst. Ich kam nicht. Aber wir schlafen dann nicht ein, wenn du den Apfel isst. Oder warum nennst du den Schlaf ab? Wie oft bist du schon eingeschlafen auf meinem Bauch? Also ich muss jetzt euch was erzählen. Der ist manchmal der hat immer einen Block und einen Kuli. Und wenn ich neue Rezepte habe, muss ich gleich ihn wecken. So, ich schalte das gleich auf, ich vergiss das ja manchmal. Auch wieder mit dem Salz. Ja, schlafst du manchmal auf meinem Bauch ein und dann sei Flori. Bist du sicher, dass du mich nicht mit einem anderen Kameramann verwechselst? Ich sehe fast gleich aus. Naja. Ja. Jetzt tun wir ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen runtergekutscht, aber macht ja nichts. Ein bisschen flambieren. Gut, sieht. Optisch muss eins gut Karamell. Ach, das ist lecker. Also da kann das bestätigen. Wir machen das wie 5-Sterne-Hotel. Unsere Reste wurde nicht weggeschmissen. Möchte ich von der Anstelle. Okay. Dann Pizzazien. Kann man so ein bisschen reindunkeln. Finde ich voll geil.
Sieht aber sehr gut aus, oder? Das stimmt. Mein Karamellkuchen, Soße, Schlafbratapfel und zwei Reindunker. Mein Vorschlag für euch, Weihnachtsessen. Nachtisch. Nachtisch. Dankeschön, sehr freundlich von dir. Und ja. Jochen TV Kochshow, die beste schwäbische Kochshow auf YouTube. Und vergesst nicht, diesen Kanal und das Video zu liken, teilen und zu abonnieren. Dankeschön und abschalten.